So, willkommen zum Meerschweinchen-Gehege bauen, Tag 20. Oh, die Sonne kommt raus. Ja, sehr gut. Und ja, jetzt werde ich eine Treppe bauen, und zwar so eine da. Wie ist da schon diese Schräge da? Da werde ich jetzt erstmal ein 3,30 Meter Brett nehmen und das in drei Stücken zersägen. So, jetzt hier dieses Brett säge ich jetzt hier in drei 1,10 Meter Stücken durch. So, jetzt habe ich hier die drei Stücken und jetzt werde ich hier wieder von dem hier diese Kante absägen. Einmal von oben bis unten 1,10 Meter lang längs absägen, und daraus werden dann die Stufen hier gemacht. So, und jetzt hier das Durchsägen von oben bis unten in einem Stück. Na, das dauert leider ziemlich lange, aber das muss so klappen, dass es ganz bleibt. So, vielleicht ein Drittel. Und die Hälfte habe ich geschafft. Ja, da habe ich mir ja wieder mal hier für heute eine stundenlange Arbeit rausgesucht. Jetzt habe ich ungefähr zwei Drittel geschafft. Aber das geht echt nur Millimeter für Millimeter und Zentimeter für Zentimeter voran. Mit sehr großem Aufwand, aber ich habe es bald geschafft. So, noch gut 12 cm. Ja, ich bin fertig damit. Ich habe jetzt hier schön sauber die Leiste hier im Ganzen abgesägt, in einem Stück. Und ja, dann kann ich sie jetzt hier in kleinen Stücken zersägen. Das zeige ich dann gleich als Stufen. So, jetzt werde ich hier alle 10 cm erstmal so einen 50er Nagel reinklopfen. Und zwar ungefähr so, dass das hier so durchgeht. Und dann hier so reingeht. So, jetzt hier festklammern. So Leute, ich bin jetzt hier mal in den Stall reingekrochen. Und ja, ich versuche jetzt gerade hinten rauszufinden, wie das, was für Nägel ich hier verwendet habe. Aber ich bin mir unschlüssig, ob ich hier 50er Nägel oder 30er genommen habe. Das kann man. Ich muss die Kappe sehen, aber ich komme dort nicht ran. Ich brauche einen Spiegel. So. Ja, also hier auf der Seite sieht man, das ist so ein Nagel hier mit so einem geriffelten Kopf. Das sind die 50er. Und auf der Seite, ich könnte jetzt auch meine eigenen Videos angucken, aber da bin ich gerade zu faul. Sieh einer an, das sind wirklich die ungeriffelten, das sind wirklich die 30er. 30 mm Nägel haben hier ausgereicht. Na gut, das geht ja hier auch direkt ins Holz rein. Hier geht's ja direkt, hier ist ja kein Hohlraum mehr. Hier auf der anderen Seite ist ja, kommt ja hier noch mal ein Hohlraum. Jawohl. Jawohl, das sind die 30er Nägel. Okay, alles klar. Oh, jetzt muss ich hier bloß wieder raus. Ach ja, und falls jemand fragt, nein, das ist kein Schminkspiegel für kleine Mädchen oder so. Das ist ein Spiegel von Wellensittichen. Wir hatten mal Wellensittiche vor etlichen Jahren. Aber ich weiß natürlich, dass man solche Spiegel normalerweise nicht wellensittichen gibt, aber damals wussten wir es halt noch nicht so gut. Ja, hier jetzt fertig, Hämmern. Und für die kleinen Nägel reicht natürlich auch der kleine Hammer. So. Jetzt ist alles hier komplett fertig. Und jetzt kommen die Treppenstufen. Nächste Aufgabe hier aus dem 110 cm Stück für die Stufen. 9 Stück draus zu sägen, die etwa 12,2 cm lang sind. So. So. Jetzt mache ich das hier immer noch ein bisschen glatt hier und sauber abgefeilt. So, jetzt habe ich jetzt hier diese 9 Stufen gleichmäßig verteilt nach Gefühl. Und also das hier ist unten, sodass die Meerschweinchen immer schön mit dem Fuß hier so auf die Treppenstufen sich abstützen kann, um nach oben zu kommen.
Und jetzt werde ich es annageln mit jeweils zwei Nägeln pro Stufe. Ja, ich klopfe jetzt jede Stufe schon mal mit zwei Nägeln vor, bis sie knapp unten rausgucken. Und zwar so, dass ich hier mit dem Hammer dann beim Hämmern in der Treppe gut rankomme. Also wenn der Nagel zu weit am Rand wäre, dann würde ich da nicht gut rankommen. So, jetzt habe ich ja die Nägel drin. Und dann geht es hier ab, hier rein mit den Stufen. So, ich muss jetzt hier nach jeder Stufe die restlichen, die hopsen mir dann durch das Gehämmere immer weg. Dann muss ich die dann jedes Mal wieder neu optisch ausrichten, so dass ich nach Gefühl den gleichen Abstand habe. Damit ich dann, weil ich jetzt keine Lust habe, das alles auszumessen und anzuzeichnen und alles. Also das ist, ja, ich will ja auch heute nochmal fertig werden. Ich arbeite eh schon wieder seit etlichen Stunden hier dran. Naja, und dann geht das so seinen Gang. Und fertig. Der Nachteil bei dieser Treppe ist natürlich bloß, dass immer nur ein Meerschweinchen hin und her gehen kann. Aber das muss man einfach in Kauf nehmen, weil anders geht es ja nur wirklich bald nicht mehr. Die werden sich schon einig werden. Das kommt eh nicht oft vor, dass die da über die Treppen gehen. Ja, und hier oben habe ich jetzt hier nochmal drei Nägel reingeklopft, damit das hier dann festzumachen geht in der oberen Etage. Hier unten befestige ich nichts mit Nägeln. Genauso wie hier, damit man das noch ein Stück hochheben kann. Zum Saubermachen. Kommando zurück. Falsche Seite. Das hier ist unten. Das da ist oben. Wieder raus damit. Ja, jetzt habe ich dieselben Nägel hier nochmal hier andersrum verwendet. Das geht dann sehr gut einzuarbeiten hier, wenn das fertig ist. Aber ich muss ja sowieso erstmal hier noch ein Loch reinsägen. Nächste Aufgabe, ich werde hier nochmal mit Kanthölzern hier oben diese hier abdichten von innen und die anderen hier am Rand von außen, weil das mir hier blöd ist, dass das hier nicht abschließt. Ich möchte das mal dicht haben hier nochmal ordentlich. So, jetzt werde ich das hier oben reinhämmern. Die klemmt schon so, vielleicht ist sie ein Millimeter zu lang, naja. Und dann hier ein bisschen mit Nägeln. Ich muss die wieder mal ins Gehege kriechen. Es passt nicht. Es ist einen halben Millimeter zu lang. Ja, also. Naja, also. Ach, das. Nein, ja, ungefähr einen Millimeter zu lang. Ich geb's auf. Ich mach andermal weiter. Also, ciao. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video. Jetzt beende ich das Video einfach hier drin. Ich hab die Schnauze voll für heute. Und dann tschüss.